Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich sitze wieder auf dem Fahrrad und radel einfach mal so quer durch unsere Region hier wieder. Dieses hier lässt das auf den ersten Blick gar nicht vermuten, ist noch das Industriegebiet. Aber da führt so ein schöner Weg mehr oder weniger quer durch, der teils auch neu angelegt ist erst. Habe ich selber vor kurzem erst entdeckt. Deswegen nutze ich den jetzt ganz gerne, um aus der Stadt rauszukommen. Jo, so im Groben habe ich vor, hier in der Nähe gibt es ein Moorgebiet. Da würde ich jetzt gerne mal hin, weil ich heute nicht ganz so viel Zeit habe. Da es bei mir ja nochmal Veränderungen geben wird. Aber diesmal aus freien Stücken. Und zwar bin ich mit dem Gedanken am Spielen, mich von meiner Betty, dem Bulli, zu trennen. Nicht, weil irgendwas dran ist oder schlecht ist oder sonst was. Ganz im Gegenteil, ist eigentlich ein perfektes Fahrzeug. Natürlich 20 Jahre alt, muss man immer mit rechnen, dass mal was kommt. Aber in der Regel lasse ich immer alles direkt machen oder mache selber, was mir möglich ist. Daher gibt es auch nicht irgendwie Probleme. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich hier beim Radeln viel drüber nachdenke, da ich mir zwei Fahrzeugkonzepte mal angeschaut habe. Einmal so ein Kastenwagen auf der Basis von Peugeot, dieser Boxer heißt der, finde ich sehr ansprechend eigentlich, gerade was diese Platzverhältnisse daran angehen. Aber so wie mein Camperverhalten ist, eher abseits stehen, nicht auf Campingplätzen und auch mal unauffällig, was ja mit so einem Bulli eigentlich immer ganz gut geht, wäre natürlich mit so einem riesen Kastenwagen von 6 Metern oder 6,40 Metern nicht mehr ganz so einfach. Was das Fahren angeht und das Raumgefühl ist natürlich klasse. Auch so komforttechnisch, mit allem, was man sich vorstellen kann. So Tempomaten und Klima und Rückfahrkamera. Also tolles Fahrzeug. Der Händler wäre sogar bereit, für mehr oder weniger denselben Preis eine Standheizung und eine Zweitbatterie noch zu verbauen. Ja, für den Materialwert, sage ich mal. Deswegen sehr interessantes Fahrzeug. Aber ich bin halt ein Bulli-Kind und hätte am liebsten auch wieder so ein Fahrzeug. Dann einfach mit langem Radstand und hohem festen Dach. Auch da war erst die Überlegung, etwas zu nehmen mit einem Falthubdach. War dann aber doch wieder raus, weil es doch auch recht auffällig wieder ist. Wenn man mit so einem Transporter, was es ja letztendlich ist, irgendwo steht, mit festem Hochdach fällt man halt nicht sonderlich auf. Daher tendiere ich eher zum Bulli. Alleine schon, weil das Herz das auch sagt. Vernünftiger wäre natürlich ein Kastenwagen, was Größe und Raumangebot angeht. Aber, tja, was soll ich sagen? Ich tendiere sehr stark zum Bulli. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, in welche Richtung ihr gehen würdet. Wenn ihr da die Option hättet. Ich habe das Ganze ja schon mal angesprochen. Da hat sich ja der ein oder andere auch geäußert. Ja. Und für die, die mir hier gelegentlich schreiben, was völlig okay ist, dass sie genervt sind von meinem vielen Erzählen oder auch diese privaten Sachen gar nicht hören wollen, dann schaltet doch jetzt am besten direkt wieder ab. Es kommt zwar nicht mehr so viel an privaten Erzählereien, aber bestimmt nochmal der ein oder andere Schwenk. Der Rest ist natürlich weiterhin herzlich willkommen, dran zu bleiben und mich zu begleiten. Jetzt geht's erstmal bergab hier runter. Man sieht immer wieder rechts und links hier so Fasane.
könnt ihr wahrscheinlich jetzt gerade auch erkennen. Es ist sehr angenehm. Wir haben fast 10 Grad. Zwar sehr diesig, aber kaum Wind. Es ist doch gut zu fahren so. Hier ist schön zu sehen, das Wahrzeichen. Wenn man in Bad Westernkotten reinkommt, das Solo- und Moorbad. Hört ihr die Geräusche? Vögel am Singen. Das ist morgens jetzt schön, wenn ich dann um 5 oder so aufstehe. Fenster auf, Terrassentür auf oder Balkontür. Und man hört schon die ganzen Vögel singen. Weltklasse für mich. Viele empfinden das ja als störenden Lärm morgens, weil sie dadurch geweckt werden, aber ich bin eh wach. Daher empfinde ich das als angenehm. Hier blüht schon so einiges. Bei Sonnenstrahlen wird man es natürlich besser sehen. Ich bin neulich auch irgendwo hergekommen, wo ganz viele von diesen Kirschblüten schon am Blühen waren. Sah toll aus. Natürlich die Kamera nicht bei, aber gut im Gedächtnis. Hier standen jetzt gerade die ersten Schilder Richtung Erholungsgebiet Muckenbruch. Wo ich noch in Dötz war, war das nur einfach der Muckenbruch, wo man als Kind gut spielen konnte. Da ich hier eine Stadt weiter gewohnt habe als Kind, war das aufgrund des Einzugsgebiets der Schulkameraden auch immer so ein Plätzchen, wo man gerne zum Spielen hingegangen ist. Oder auch mal, um eine Zigarette zu rauchen, was ich ja Gott sei Dank nicht mehr mache seit langem. Aber trotzdem schöne Erinnerungen. Und die Jugend ist ja auch da, um Blödsinn zu machen. Man muss nur daraus lernen. Hier spaltet sich der Weg jetzt auf. Einmal geht es links Richtung Böckenförde und hier rechts weiter Richtung Muckenbruch. Aber ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, diese Ecke hier selber kenne ich auch nicht. Deswegen muss ich jetzt erstmal absteigen und gucken, was hier alles so ist. Das sieht nämlich ganz interessant aus. Wie gesagt, erstmal absteigen und jetzt gehe ich hier runter zum Wasser. Das ist so schön klar. Das kann man auf der Kamera sogar gut erkennen. Herrlich. Dadurch, dass das hier so ein steiniger Boden ist, ganz klasse. Ach, und ist das nicht schön? Ja, ich war jetzt gerade hier am Erzählen, da klingelte mein Telefon. Da habe ich natürlich jetzt den Faden verloren, wo ich gerade war. Aber ist eigentlich auch egal. Ich finde es wunderschön hier. Diese Ecke selber kenne ich nicht. Aber das macht ja auch nichts. Hauptsache, ich habe sie jetzt entdeckt. Schön so hier mit dem Wasserfluss und Hundebesuch. Dort schaut man einmal Richtung Bad Westernkotten. Ansonsten geht es hier so durch die Felder, was echt herrlich ist. Und immer wieder so kleine Zuwege zum Wasser. Hier stehe ich jetzt vor dieser Hinweistafel von dem Muckenbruch. Hier ist mal so ein Luftbild zu sehen. Und nicht nur der Wald, sondern auch die umliegenden Flächen zählen zu diesem Naturschutzgebiet, wo es auch diverse Kröten und Vögel gibt, natürlich Pflanzen. Und das Ganze hier ist so ein Kalkflachmoor, was in der Eiszeit vor 11.000 Jahren ungefähr durch verschiedene Torfschichten hier entstanden ist. Also durch die Ablagerung von Pflanzen und so weiter. Und hier rechts vor mir sieht man schon mal schön teilweise den Torf. Beziehungsweise es sieht ja jetzt hier eher aus wie lockere Erde.
Aber es ist halt alles mit Wasser durchzogen hier. Und das Ganze ist jetzt ein Rundweg. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich fahre da lang. So habe ich es als in Erinnerung. Also ich war hier schon über 20 Jahre nicht mehr. Im Muckenbruch selber. In der Ecke schon. Aber nicht hier drinne. Bin mal gespannt. Nachher so leicht mittig waren so Holzbohlen, wo dann die Torfstecher noch zugange waren im Grunde. Oder so habe ich es zumindest als Kind angenommen, weil der regelmäßig Betrieb war. Vielleicht haben die auch was ganz anderes gemacht. Wer weiß das schon. So Kinderwahrnehmung ist ja immer anders als die eines Erwachsenen. Aber alleine diese Optik hier. Ach, der Weg ist gesperrt. Gut, dann jetzt mal hier entlang dieses schönen dunklen Torfwassers. Ist das nicht herrlich? Ah, da flitzt gerade wieder ein Fasan weg. Es hat doch was Ursprüngliches wieder hier. So ein Sumpfgebiet. Einiges an Wegen hier ist gesperrt aufgrund des Naturschutzes. Aber trotzdem ist man hier echt mittendrin, wie ihr sehen könnt. Ist echt toll. Hier ist übrigens so eine alte Torfgrube, wo das dann abgestochen wurde. Ich wollte jetzt gerade nicht absteigen, weil der Boden hier wirklich sehr schlammig ist. Und ich mir nicht die Schuhe versauen wollte. Bin ich heute mal ein bisschen pingelig. Ja. Ich habe einfach keine Lust, die gleich schon wieder zu putzen. Ich habe die gestern erst richtig geschrubbt, weil ich da auch so ein bisschen abseits gelaufen bin. Was mir persönlich immer sehr gut tut, um einen klaren Kopf zu kriegen und auch nachzudenken. Gerade jetzt so mit dem Autokauf, das macht man ja auch nicht mal ebenso. Oder mit dem Verkauf. Dann sind auch viele schräge Vögel, die sich auf solche Anzeigen melden und sagen, ja, 500 Euro. Na, so schlimm war es nicht, aber schon deutlich unter dem, was alleine die ganze Elektrik gekostet hat. Deswegen. Aber ich muss ja nicht verkaufen, daher völlig Schnuppe. So, jetzt muss ich mal überlegen. Rechtsrum müsste es rausgehen. Der Proaktiv. Pfeil zeigt auch hier links, dann nehmen wir doch links. Ja, aber wo es drauf ankommt, draußen sein, Kopf frei kriegen, entspannen. So sehe ich das immer. Und wenn es auch bei mittelprächtig bis beschissenem Wetter manchmal ist. Aber das Unterwegssein lohnt immer. Selbst hier in solche Ecken, wo man als Kind mal war, man nimmt es jetzt ja auch ganz anders wahr und entdeckt natürlich auch viel, weil sich die Welt ja verändert. Jetzt habe ich schneller gedrückt, als die Kamera hoch war. Weil hier dieses ganze Totholz, auch das bleibt liegen. Also das ist richtig Urwald hier. Was kommt jetzt? Der Markus muss hier rein. Hier ist ein Trampelpfad. Aber ich habe auch schon am Ende ein Hinweisschild gesehen und wollte einfach mal nachlesen, was hier war. Und euch natürlich auch mitteilen. Die Storchenquelle, ein Sumpfloch, und das soll etwas Besonderes sein. Tatsächlich ist es eine Quelle, wenn auch recht kleine, die Storchenquelle genannt wird. Der Name erinnert daran, dass Kindern in Bad Westernkotten früher erzählt wurde, die Babys würden von einem Storch aus dem Muckenbruch gebracht. Ja, ist doch mal eine nette Geschichte. Ich
finde es immer noch toll, wie wasserdurchzogen das hier alles ist mit diesen Kanälen. Oder Gräben. Kanäle sind es ja nicht. Auch hier ist so eine Hütte. So, erfüllt ihren Zweck. Ah, ich denke schon wieder ans Essen. Meine Söhne versorgen mich ja regelmäßig. Jetzt hat neulich mein Jüngster mir Schoko mitgebracht. Davor der Mittlere hat Fleisch mitgebracht, was er gegrillt hatte. Und Salate. Und so gibt es immer irgendwie was. Ach, und davor der Älteste, glutenfreien Pizzateig. Davon habe ich noch was. Ich drehe mal kurz, da vorne waren Enten zu sehen. Und Geräusche von Kröten. Auf jeden Fall von diesem Pizzateig habe ich noch was. Und ich glaube, dass ich mir den nachher mache, wenn ich zurück bin. So, da sitzt die Ente. Ich hoffe, ich verschrecke sie jetzt nicht. Nein, die schüttelt schon den Kopf, alles klar. Tolles Bild, oder? Schaut auch mal hier diese schönen Spiegelungen im Wasser und dann der Kontrast mit diesen gelben Wasserpflanzen. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen. Ist das nicht wunderschön? Und das Ganze ist hier in Bad Westernkotten an der Moorroute zu sehen. Also wenn ihr mal in der Ecke seid, viele sind ja auch zu Kur hier, dann kann man das auf jeden Fall gut nutzen. Und hier sieht man schön die Moorentnahmestellen, was ich vorhin mal erwähnt habe, wo ich mich als Kind noch dran erinnere. Ist natürlich Sackgasse hier. Man kann hier so ein kleines Stück reingehen, aber auch nicht allzu weit, weil der Boden, man sieht das hier, ganz schön doch mehr als weich ist. Aber hier sieht man die Entnahmestellen auch nochmal. Ja, und ich merke schon, wie mein Fuß einsackt. Nicht schön. Aber man muss ja auch nicht ganz reingehen. Ich zeige das gleich von der anderen Seite eben nochmal. Hier sind diese Entnahmestellen nochmal besser zu sehen. So, ihr Lieben, ich würde sagen, mit Blick auf die Everglades von Bad Westernkotten würde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht ganz viel zu sagen. Mir hat es gefallen, es tat gut, hier rauszukommen. Und auch wieder schöne Erinnerungen, was doch als Kind hier alles zu erleben war. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Markus.